Ja, okay, es ist ein knaller Eis draußen. Es hat so viel geschnattert. Ein paar Manschettenknöpfe haben wir gekauft. Ja, ach, naja, so ein bisschen Investment, ein bisschen. Ein bisschen. Fakt ist, ihr seid da noch hin, die noch mal fertig. Steuersatz läuft. Licht muss noch angeschlossen werden. Das Licht muss noch angeschlossen werden hier, das war's. Das ist der Lack. Vielleicht kann der Leon machen, Leon ist nämlich gerade da. Mein Sohn, wird gewiss. Ne, vielleicht kann der kurz mal einen Blick drauf werfen und kann da die zwei Kabel verbinden, ein bisschen Schrumpfschlauch und so. Und ansonsten muss ich nämlich schon das nächste Rad machen. So, hier haben wir nämlich ein Vorderrad. Vorderrad ist schon die Lager. Sind die Lager. Guck mal hier, die Lager. Die rasseln, ne? Geht nicht. Die sind ganz trocken, pupstrocken. Ich sehe schon, wie die aussehen da drin. Ich kann mir das schon ganz genau vorstellen. Ähnlich wie hier der Steuersatz wird das aussehen. Schön ausgetrocknet. Schön defekt, schön überbelastet, wahrscheinlich schon ausgeblüht. Weil beim Steuersatz ist ja nochmal so eine Sache, da ist jetzt was hin und her und hin und her und jetzt auch permanent irgendwie in Bewegung. Aber beim Kugellager von einem Fahrrad, von einem Rad, ist ja permanente Belastung, permanent am Drehen. Dann machen wir jetzt mal schnell den Service. Vorderrad ausbauen. Wie machen wir das? Das geht ganz einfach. Die Bremse wollen wir nicht mal lösen. Schnellspanner auf. Aus. Lautet Lager. Lagerservice. Der darf natürlich nicht dran drehen, ja, nichts hier. Und ja gut, ist ja perfekt, haben sie früher mal gesagt. Kannst du aber vergessen, rollt trocken, wird heiß, blüht aus, bricht auseinander. Kugeln brechen. Steckt aus. Und das war's. Ja. Das könnte man so ja machen hier. Muss man den Käfig abbauen. Pups raus hier und dann hier mit diesen zwei Schlüsseln. Meistens, ja, ja manchmal ist es hoch. Bei den Rennradpedalen hast du ja nicht nur 12er oder 12, 13 oder so. Ja, aber wir sind kleinen Dingern, Mickey Maus. Genau. Dann muss man auseinandernehmen, nochmal alle einzeln. Und da muss ja die Lager auch mal da haben, weißt du? Entweder sind es Kugelringe, meistens hier einzeln. 18 Kugeln. Ja. So in dem Dreh 18 bis 20 Kugeln. Manchmal sind es auch nur noch 18 von 20. Kannst du mir einen Gefallen tun? Hm? Die zwei Drähte da miteinander verbinden? Genau deswegen? Standard. Standard. Ach ja. So, jetzt brauche ich noch ISO-Bänder. ISO-Bänder. Ich habe hier nur noch den Buckelrester. Ja, ich schneid's einfach. Hey, das wieder los, wa? Eine Leitungszange hast du hier, eine ist hinten. Und vorne. Also hinten, also vorne, also hinten, vorne. Vorne, hinten, links, rechts, schräg, links, seitwärts. Danke. Danke. Bitte, Brigitte. IA im Arsch. Im Arsch, wie ihr sagt. Also die Narbe ist durch. Ja. Ich habe meine neuen Laufräder drin. Und die Leute kommen zu mir und sagen, hast du Reifen? Ich sage, nee. Scheiße. Dann weißt du, die waren schon bei 5. Die haben auf Lager halt einiges an Reifen halt auch.
So, deswegen haben wir auch noch was, was wir halt rausgeben können oder was wir halt in den Laden geben oder so. Ich habe jetzt bestellt, gestern habe ich bei 3 Leuten versucht zu bestellen, also ich habe bei mehr versucht zu bestellen, aber bei einigen gab es das ja nicht. Und bei 3 Leuten versucht zu bestellen, denn, weil ich Marathon Plus brauche für eine Kunde, 2 Stück. Hm. 2 davon haben mir geschrieben, ja, Warenkorb, pack drin und so, machst du, willst du absenden und dann kommt, leider zurzeit nicht lieferbar, nächster Liefertermin, dann, aber zeigen sie ja kurz vor der Bestellung, oder für dich bestellst an. Da bin ich bei Stadler. Gott bewahre, aber ich bin bei Stadler gelandet auch, dachte mir, guckst du da, ist ja ein Riese, die wohl ja containerweise. Haben sie da. Auch kurz bevor ich auf zahlungspflichtig bestellen direkt da. Alles in Ordnung, haben sie da. Lieferbar, 3 Werktage. Dann klicke ich auf bestellen, Geld abgewucht, zack, alles weg, das geht ruckzuck, wa? Mhm. Und dann steht da, falls irgendetwas nicht lieferbar ist, werden wir sie in Kürze informieren. Oder kam ich gucke ja nicht in meinen Ordner. Weiß ich nicht, ist mir jetzt scheißegal. Ich warte jetzt auf das Paket und wenn dann eben nur, ich habe noch irgendeine andere Kleinigkeit, ich glaube, ein Schloss bestellt, weil die immer hier rumkriegen nach Schlössern. Mhm. Und die eben, die Kabel, die Achse sind denen alle auch zu teuer. 50 Euro für ein Schloss ist denen zu teuer, obwohl 70 eigentlich kostet. Na, ich dachte, ey, ist da, ich weiß nicht, jetzt habe ich hier so ein Abos Kettenschloss halt auch noch bestellt, da, weil die da eben günstiger sind, als was ich im Einkauf bezahle. Ja. Haben sie ein Angebot gerade. Eine Schloss, die anderen sind teilweise genauso teuer. Mhm. Ja. Ja, soll ich sagen. Fett ist drin, alles cool. Ja, wenn jetzt nur ein Schloss ankommt, dann bin ich sauer. Guten Morgen, liebe Leute, ein neuer Tag. Ein hoffentlich neuer Auftrag. Bis jetzt ist noch keiner da. Kein Auftrag. Aber es ist ja auch gerade, wir haben ja gerade erst so viel gemacht. Also, lassen wir uns mal überraschen, was der Tag so bringt. Und ja, in diesem Sinne warten wir mal auf den ersten Kunden. So, ich habe gleich Pause und ich habe noch keinen Auftrag. Noch gar nichts ist passiert heute. Überhaupt nichts. Grandioser Tag. Dafür habe ich ein bisschen sortiert, ein paar Sachen, wie immer, zu tun gibt es trotzdem weiter. Aber, nee, alles nicht das Richtige. Alles nicht optimal, weißt du? Ich melde mich, wenn was passiert. Es kam keiner bis jetzt. Jetzt ist Pause, jetzt gehe ich nach oben und hole gleich meine Kinder ab. Also, dann mal gucken, ob heute wenigstens noch einer vorbeikommt, dann im Nachmittag wieder, wenn ich wieder da bin, die Kiddies auch. So, 19 Uhr ist es und ich habe den ersten Auftrag. Bremszugwechsel. Fantastisch, ich freue mich. Die Straße ist so leer wie lange nicht mehr. So leer wie lange nicht mehr. Die hat er verloren. Jetzt ist sie gerissen, dann ist es runtergefallen. Die Klemmung. Ach, Scheiß. Müssen wir basteln. Ja, ich finde schon was. Ich muss hier ein paar Unterlegscheiben aneinander basteln, dann passt das schon. Aha. Ja, wenn du meinst. Ja, das ist alles nicht original. Der, mit dem du sprichst, ist aber oben. Der macht ja nichts. So, das Ding schweißt wie mein Mann seiner. Richtig was Schönes. Schweißt? Ja, ja, diese Tierkraft. Ja, klar, was soll ich machen? Muss ja fertig werden. Soll man da mit Blödsinn und Lötkörn so einen Klump drunter? Nee, das zieht's runter. Das hält nicht. Schweißen! Schreib dir ein Schweißgerät. Ach, kann ich ja gleich wieder ausmachen. So, also. Nichts passiert, bis auf den Bremszugwechsel, den habe ich draußen gemacht. Konnte ich nicht filmen, ja, ich kann draußen nicht filmen, ganz einfach, weil wenn die Leute da vorbeilaufen, also ich kann natürlich filmen, müsste dann aber immer warten mit den wichtigen Sachen, die ich dann mache, bis wirklich keiner in der Nähe ist sozusagen, weil es kann durchaus sein, dass sich irgendwie der ein oder andere denn vielleicht aufregen könnte, wenn er denn die Aufnahme seines Hinterkopfes zum Beispiel auf dem Video findet in 5 Jahren sozusagen.
so eine Sachen. Das ist, ich habe ja irgendwie kurz vor Corona war ja diese Diskussion mit dem Datenschutz und so ganz extrem. Und naja, also wenn es sich einrichten lässt, mache ich das natürlich, filme auch mal draußen kurz. Aber meistens ist es halt schwierig, da die Kamera hinzustellen. Ich weiß nicht, wovor die Leute Angst haben, aber sie haben Angst. Manche wollen eben einfach nicht gefilmt werden. Es gab noch nie so viele Geheimagenten, die ihre Identität verschleiern mussten, wie heutzutage auf der Welt. Früher war es genau andersrum. Das sei auch mal gesagt, wenn da irgendwo eine Kamera stand, haben sich die Leute ins Bild gedrängelt. Das ist eigentlich ganz witzig zu sehen, wie sich das so total gewandelt hat. Eigentlich witzig in den alten Reportagen und so, wenn dann siehst, steht einer auf der Straße und die Leute im Hintergrund und so. Heutzutage eher andersrum. Naja, so ist das. Darüber wollen wir auch nicht meckern. Zeiten ändern sich. Wir uns ja auch. Ich habe damit kein Problem. Ob man mich da einer filmt oder so. Alles kein Problem. Gut, in diesem Sinne, sag ich mal, macht den Typ, bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Guten Morgen, liebe Leute. Heute ein schönes kleines Video wieder für euch. Und zwar, wie man beim Thule Chariot oder bei Thule Kinderfahrradanhängern die Achsen tauscht. Weil bei manchen Achsen hast du halt das Problem wie folgt. Ich demonstriere mal hier. Die schlackern hier aus. Und dadurch eiern die. Ne? Sind halt nicht mehr schön, sind halt nicht mehr gut, müssen ausgetauscht werden. Wie tauscht man die jetzt hier aus? Das war folgendermaßen. Man bestellt sich Ersatzteile. Die bekommt man, ich sage jetzt genau, was die gekostet haben, direkt bei Thule Schweden. Und zwar eine Bremsnarbe. Bremsnarbenersatzteil mit Kugellager. Einmal neu. Und die Achse. Push-Button. Gummi neu. Und die Steckachse neu. Mit Sprengring oder Klemmring. So, die zwei Sachen pro Seite. Wir machen das bei beiden Seiten. Eine Seite zeige ich euch, wie es funktioniert. Und zwar wie folgt. Habt ihr beide noch da? Hier, die eine. Da, die andere. Ja, die müssen gemacht werden. Das ist ein Kunde, der kam jetzt vorbei. Und fühlt sich jetzt langsam unsicher. Also, als erstes entfernen wir hier diesen Sprengring. Ich weiß nicht, wo am besten ist mit Filmen, wie immer. Ich glaube, hier. Sieht man das? Zack. Wunderbar. Hier diesen Sprengring entfernen wir. Ein bisschen weghebeln. Zack, ab ist er. Dann können wir schon dieses diesen Bremsmechanismus hier entfernen für die Feststellbremse. Ja, hier geht da natürlich nicht rüber, da sperrt er, weil man dazu natürlich hier auf der anderen Seite erst den Knopf drücken muss. Hier unten, dann kann man den abziehen. Ja, da ist er. Ja, der ist gut abgebremst sozusagen. Also die Löcher sind schon fast keine Löcher mehr, sondern sind schon richtig durch. Teil 1. Teil 2 ist dann diese verbleibende Achse hier. Da müssen wir das Rad zu drehen. Dann haben wir hier diesen Gummipups. Den müssen wir einmal raushebeln. Zack. Gummi raus. Seite Achse drücken, Distanzstück drücken auf den Knopf und ziehen Sie raus.
Ganz simple Methode eigentlich. So passiert das. So, was jetzt nicht beachtet wurde, ist natürlich, dass auf der Seite noch ein Lager sitzt. Diese zweite Lager sollte man natürlich auch gleich tauschen. Das haben wir jetzt leider nicht da. Aber normalerweise treibt man das raus hier von der Seite und holt sich exakt so ein Lager, drückt das rein, dann ist es auch neu und das war's. So, jetzt in dem Fall können wir es halt nicht machen. Dann nehmen wir einfach die neue Achse hier. Hey, bitte. Ich war gestern schon hier wegen meinem Fahrradschloss. Ja. Ich habe das hier so geparkt, okay. Weil ich heute Morgen schon um 9 hier war. Ja, okay, habe ich mir gedacht, dass das eins ist. Ja. Könnt ihr das machen oder wann kann ich sie da abholen? Oder naja, dann kurz vor 14 Uhr abholen. Also so vielleicht zwischen 1 und 2. Okay, soll ich das jetzt schon bezahlen oder dann? Nee, dann. Dann, okay. Also das ist das hier einfach, ne? Ja. Und könnt ihr auch, oder du, das Schloss, was da drum ist, kriege ich ja auch nicht mehr auf. Okay. Und das ist so locker. Nicht, dass es in die Sperre, kann das auch abgemacht werden? Kann man auch abmachen, ja. Und ein anderes Schloss habt ihr nicht gerade jetzt hier, ne? 50 Euro Schloss. 15 Euro Schloss? 50. Achso, ja, schade. Nee. Okay, dann suche ich leider nicht. Danke. Bitte, ciao. Ihr habt jetzt hier diesen diese Namenhülse. Dann habt ihr hier die neue Achse mit dem Sprengring. Sprengring könnt ihr drauf lassen. Auf diese Achse setzt ihr dieses neue Bremssystem auf. Jetzt mal so rum. Darauf setzt ihr die Distanzhülse. Das Ganze setzt ihr in die Achse ein. Ganz einfach. Und hier drüben schraubt ihr dann die Mutter drauf. Und die eben so fest, dass er ordentlich kontert. Und das war's. 19er Nuss müsste das sein. 19er Nuss und die Händen halten mit dem 13er, glaube ich. Muss mal gucken. Was ist hier für Schloss? Na, soll ich einen Kaffee besorgen? Kannst du machen, ja. Wo denn bei James reinladen? Ja. Dann erst einmal vorbeifahren. Vorbeifahren ist er. Na, wir können ja für morgen nochmal fragen. Ja. So, 19er Nuss, wie gesagt, und ein 11er Schlüssel. Und dann wird. Ups. Und dann wird festgeschraubt. Zack. Und dann die Deutschen. Soll nicht. Rassismus, Mann. Rassismus. So lange, bis es nicht sperrt und nicht mehr wackelt. Fantastisch. Und ihr habt ein wackelfreies Laufrad wieder. Für ein Thule Chariot. Chariot. Oder Kuga, wie auch immer heißen. Das sind wahrscheinlich alle gleich aufgebaut. So. Nächste Achse mache ich auch gleich fertig. Ja, bist gleich dran. Meine Frau bettelt um Geld. Zu guter Letzt hier noch das Käppchen drauf. Da brauchen wir einen Gummihammer. Ein Gummihammer ein bisschen rufdütteln und das war's. So, was ist denn jetzt hier? Das ging hier alt auseinander. Das ganze Altpacken. Das brauchen wir. Das kommt da hin. Schön. Haben wir. Dit. Neue Achse. So, jetzt. Okay. Haben wir jetzt viel? Also, es wird besser, wenn ich erstmal kaufe und mir den Einkauf
So, da gucken wir mal. Hier machen wir da drauf, inklusive Distanzstück wieder. Und sind jetzt natürlich völlig falsch, haben wir das wieder gemacht. Ist natürlich klar. Natürlich da verwirrt. Also, so rum natürlich. Zack. Distanzstück. Rinnet die ganze. Und Mütterchen. 19er. Über. Klappert. Und noch ein bisschen. Zu fest. Zu fest. Klappert. Müh fester. Wie gesagt, besser ist, man tauscht beide Lager, die hier drin sind. Aber. Tisch. Super, haben wir gemacht. Deckel muss man drauf und das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Abo da, einen Daumen hoch, was auch immer. Und hofft auf die nächsten Videos. Das Ganze mit dem Gummi haben wir noch voll bolzen und das war's denn. Fertig ist es. Macht es gut. Ciao.